Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge möchte ich Viktor Frankl zum Thema Synchronizitäten zu Wort kommen lassen. Das ist ein Ausschnitt aus mehreren Interviews, die er gegeben hat. Und zwar hatte ich ja schon mal eine Folge hier auf YouTube hochgeladen zum Thema Synchronizitäten, meine eigene persönliche Erfahrung damit. Also bei mir war es so, dass ich immer bestimmte Zahlen gesehen habe. Und ich weiß, das klingt für manche immer so cringe, aber ich habe das einfach wirklich. Und es ist auch immer noch so, dass wenn ich diese Zahlen sehe, dann passiert immer irgendwas. Und es ist auch keine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern ich habe das ja ganz lange nicht gecheckt, aber dann rückwirkend analysiert. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich in dieser Folge auch erklärt oder erzählt, dass es nicht unbedingt Zahlen sein müssen, die dich auf irgendwas hinweisen. Ja, also bei mir war es eben so, dass ich immer die 444 gesehen habe, 12, 12, also Doppelzahlen oder Spiegelzahlen, 13.31 Uhr, also halt immer, wenn ich auf die Uhr geguckt habe und ich schaue so selten auf die Uhr, ja. Oder dass ich nachts um die Uhrzeit immer wach wurde, immer dieselbe Uhrzeit. Und bei anderen hatte ich in der Folge auch erzählt, also wenn dich das näher interessiert, hör dir diese Folge an. Ich verlinke die auch nochmal hier unten in der Beschreibung und vielleicht auch in den Kommentaren. Wenn der Vibe da ist, wenn nicht, dann nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich da auch drüber gesprochen, dass man Synchronizitäten nicht nur durch Zahlen erleben kann, sondern auch eben durch, ja, bestimmte Farben oder Symbole, Formen, auch Gerüche können es sein, die auf einmal wo auftauchen, wo sie eigentlich überhaupt nicht auftauchen können. Also der Verstand sagt dir, das geht überhaupt nicht. Also stell dir vor, du bist jetzt in einem Schlachthaus, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist das Erste, was mir einfällt. Stell dir vor, du bist in einem Schlachthaus und auf einmal riechst du da irgendwie voll das gute Parfüm. Ja, von wem soll das kommen? Von den Schweinen, die da hängen? Bestimmt nicht. Ja, also so kannst du es dir vorstellen, so ganz merkwürdig und nicht erklärbar mit dem Verstand, aber es drückt sich dann doch irgendwie in der Außenwelt was aus, was dann wiederum irgendwie in Bezug zu deinem Leben steht. Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie psychotisch durch die Welt rennt und irgendeinen Bezugswahn entwickelt. Ja, gibt ja Menschen, die denken, der Nachrichtensprecher im Fernsehen spricht nur zu ihnen und überall ist eine geheime Botschaft, die sie entschlüsseln müssen, ja, weil sie die Weltformel haben und sie müssen die Welt retten oder so. Das meine ich nicht, weil das wäre ein Fall für die Psychiatrie oder zumindest für einen Psychiater. Ja, so meine ich das nicht, also nicht Bezugswahn, aber einfach, wie gesagt, dass das Bewusstsein geschärft ist, dass das Bewusstsein erhöht ist, dass man so das Gefühl hat, die ganze Energie ist gebündelt, wie so ein Laserstrahl ist man voll fokussiert und irgendetwas, was schon lange in einem selber geschlummert hat, ist auf einmal irgendwie im Äußeren sichtbar und, oder was heißt auf einmal, es ist da sichtbar, weil letztlich die Außenwelt spiegelt immer nur unsere Innenwelt wieder, ja, also deine Freunde spiegeln deine Identität wieder, dein Beruf spiegelt in gewisser Weise deine Identität wieder, ja, deine Hobbys, das hat ja alles irgendwo irgendwie mit dir zu tun, ja, und ja, letztlich geht es eben darum, dass man mit erhöhtem Bewusstsein versteht, hey, die Außenwelt spiegelt mein Inneres, wie interessant. Wenn ich mich auf mein Inneres fokussiere, kann ich auch die Außenwelt beeinflussen. Ja, besser als wenn ich es nur außen versuche, weil da klappt es gar nicht. Da wirst du nur oberflächlich etwas erreichen und niemals nachhaltig. Ja, und dann wirst du frustriert zurückfallen in ja, dein altes Leben und dir denken, ach, bringt eh alles nichts, nichts ändert sich. Ja, sondern Veränderung beginnt immer im Inneren, Bewusstseinserweiterung beginnt immer im Inneren. Ich werde da auch mal eventuell eine Folge zum Thema High sein ohne Drogen hochladen, weil ich möchte auch immer wieder betonen, dass das Ganze, was ich rede über Bewusstseinserweiterung, dass ich das komplett drogenfrei meine. Ja, also mir ist bekannt, dass die Forschung langsam schnallt, dass man zum Beispiel mit LSD und Ketamin schwere Depressionen und so weiter heilen kann. Aber ich halte von solchen, ich sag jetzt mal, Selbstmedikationen nichts, also auch Leute, die sagen, so, ich nehme jetzt mal Drogen und damit geht es mir dann besser. Nee, also wenn du keine ärztliche Begleitung hast, dann lass die Finger von Drogen, ja, wirf dir keine Tabletten ein. Ich weiß, das ist immer alles irgendwie spannend und klingt cool und so, aber du kannst halt echt krass kleben bleiben. Ich kenne Leute, die sind echt in so richtig krassen Trips hängen geblieben. Die waren dann zum Beispiel in der Psychiatrie und haben da unsichtbare Wäsche aufgehängt. Ja, also die dachten halt, da ist Wäsche und die hängen sie auf. Und wenn du aber von außen reinschaust, da ist überhaupt keine Wäsche. Ja? Also die sind einfach hängen geblieben in so einem Film. Und das mag jetzt vielleicht witzig klingen, aber für die Leute, die das betrifft, die da in der Psychose hängen
bleiben oder auch für Angehörige ist es eben nicht witzig. Ja? Und darum möchte ich betonen, ich weiß, dass man mit LSD und mit Ketamin und mit allgemein mit Drogen, mit Pilzen, ja, dass du dein Bewusstsein krass erweitern kannst, dass du dein Ego krass auflösen kannst, dass du richtig krasse Erfahrungen machen kannst mit bestimmten Medikamenten, mit bestimmten Pillen und so weiter und so fort, mit Substanzen allgemein. Aber wenn ich von Bewusstseinserweiterung hier spreche, dann meine ich wirklich komplett drogenfrei. Und jemand, der das machen möchte, der muss das oder sollte es meiner Ansicht nach nur in Begleitung von Ärzten machen. Ich weiß, Deutschland ist da ein bisschen langsam. In den USA gibt es da, glaube ich, schon mehr, ich sag mal, auch Studien und Versuche. Aber es kommt so langsam auch in Europa an, dass die gepeilt haben, hey, diese sogenannten Drogen können in geringer Dosis und in einem Rahmen, der eben ärztlich begleitet wird, tatsächlich auch Fortschritte erzielen und nicht nur zum sich wegballern verwendet werden auf privater Ebene, sondern tatsächlich auch im Rahmen von Therapien. Ja, also ich kenne auch Leute, die sagen, ey, seit ich da Ketamin genommen habe und LSD, da ging es mir dann viel besser danach und so. Ja, aber das ist eben so ein Glücksspiel. Du weißt nicht, wie es dir bekommt. Du weißt nicht, was mit dir geschieht. Ja, es gibt Leute, die haben da hunderte Male LSD genommen und beim letzten Trip sind sie dann in der Angstpsychose vom 8. Stock gesprungen, weißt du? Du weißt nie, wie lange etwas gut geht. Drum rate ich dir dringend davon ab. Und wenn, dann eben nur in Begleitung von einem ausgebildeten, das möchte ich betonen, im Rahmen oder in Begleitung von einem dafür spezialisierten, ausgebildeten Arzt. Das kommt natürlich auch immer mehr erst, weil viele davon keine Ahnung haben. Die müssen sich dann da erst weiterbilden oder reinlesen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Substanzgebrauch nur, wenn es ärztlich verordnet ist am besten. Und ja, Bewusstseinserweiterung in dem Sinne dann auch eben nur mit ärztlicher Begleitung. Ich kenne auch viele, die dann irgendwie im Ausland auf Bali oder in Thailand sich irgendwelche krassen Trips gönnen und dann super erleuchtet zurückkommen. Also sie meinen, sie sind super erleuchtet, aber letztlich sind immer nur kurze Zustände. Danach sagst du wieder in dein Alltags-Ich zurück. Und wie gesagt, du weißt nie, ob du nicht da doch irgendwie mal kleben bleibst drum. Ich sag immer, das Risiko, hängen zu bleiben, ist höher, als dass du davon irgendwie dann profitierst in Form von krasse Erleuchtung oder Depression überwinden oder so. Wie gesagt, die Substanzen können tatsächlich dafür eingesetzt werden, aber das sollte eben nicht alleine einfach mal so gemacht werden. Also nicht denken, ach, ich kaufe mir mal ein bisschen LSD, ich gönne mir jetzt mal ein paar Pilze und dann wird mein Leben besser. Nein, ja, du weißt nicht, was mit dir geschieht. Glaub mir, das macht richtig krasse Filme und das solltest du nicht machen ohne einen Arzt, ohne dafür das Setting vorbereitet zu haben, also dass du auch unter Beobachtung stehst, dir jederzeit jemand helfen kann und so weiter und so fort. Gut, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht erzählen. Ich wollte auf was anderes hinaus, und zwar die Synchronizitäten. Die können sich, wie gesagt, ausdrücken in verschiedenster Weise. Und es kann im Inneren auch eine Emotion sein, eben eine Idee, eine Vision, irgendetwas. Und dann bin ich vor einiger Zeit, als ich mich mal wieder mit Viktor Frankl, dem ehemaligen KZ-Psychologen, aus Österreich auseinandergesetzt habe, bin ich im Rahmen einer Reportage über ihn auf, ja, ihn und seine Erfahrung mit Synchronizität gestoßen. Und zwar hat mich das richtig geflasht. Ich sagte ehrlich, ich habe, als ich das gehört habe, kurz Pause gedrückt und musste erstmal tief durchatmen. Ich hatte so eine krasse Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich kriege die auch jetzt, oh, mir wirklich, mein ganzer Körper wird kalt, weil das einfach so krass ist, auch mit dem ganzen Kontext, mit der NS-Zeit und mit den Konzentrationslagern. Und ich meine, er hat seine Eltern, er hat so viele Menschen verloren, er hat so viel leiden müssen, so viele Menschen haben da leiden müssen, ja. Und er schildert quasi so ganz nebenbei Synchronizität während der Interviews, die dort geführt würden. Und zwar geht es darum, dass er, ja, also Synchronizitäten können sich eben auch dadurch ausdrücken, dass man eine innerliche Frage hat. Und dann gehst du in den Alltag, also zum Beispiel meditierst du, das heißt, du nimmst dir Zeit für dich und gehst in die Stille und überlegst einfach nur, du hast eine Frage, zum Beispiel irgendwas Wichtiges, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst. Ja, und dann bittest du das Leben oder Gott oder an was auch immer du glaubst, um ein Zeichen, was dir helfen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, das ist auch Synchronizität. Und ja, letztlich hat er sich die Frage gestellt, soll er
in die USA auswandern. Wir hören es jetzt auch gleich nochmal im Original, weil er da ein Visum bekommen hätte. Ja, dann wäre ihm vielleicht auch erspart worden. Oder soll er eben da bleiben bei seinen Eltern? Ja, mit dem Wissen, es wird alles nur noch schlimmer. Ja, weil sie eben Juden sind. Und wie gesagt, ich habe krass Gänsehaut bekommen. Ich schneide das jetzt hier einfach rein, dass du dich selber davon überzeugen kannst, dass ich hier keinen Quatsch erzähle mit meinen Synchronizitäten, sondern das sind wirklich Erfahrungen, die Menschen weltweit machen. Aber klar, andere nennen es nicht so oder nennen es anders. Aber letztlich geht es darum, dass du mit einem Gefühl, es kann eben auch, wie jetzt in seinem Fall, eine Frage sein, mit einer Frage ins Leben gehst und nicht weißt, was ist die Antwort auf diese Frage, was ist die Antwort auf mein Gefühl. Ja, und dann kommt auf einmal das Leben und sagt, hier übrigens, das ist die Antwort, oder hier bitteschön, das ist das, was sich ausdrückt, was, das ist das Spiegel quasi, das Spiegeläquivalent zu deinem Innersten. Und das war richtig krass, als ich das, wie gesagt, das erste Mal gehört habe. Es wird für mich jetzt auch nochmal krass sein, wenn ich es mir jetzt gleich nochmal anhöre, während ich das eben hier reinschneide. Auf jeden Fall wünsche ich dir schon mal, ja, Spaß kann man nicht sagen, aber ich sag mal, viel Konzentration, Wachheit und im besten Falle natürlich auch Begeisterung für das Thema Synchronizität, weil wenn schon ein KZ-Psychologe solche Erfahrungen macht und weltweit Menschen solche Erfahrungen machen, dann bist auch du fähig, solche Erfahrungen zu machen, aber du musst eben dich mit dir selber auseinandersetzen und dein Bewusstsein anheben, dein Bewusstsein erweitern. Du musst dich fokussieren auf die wesentlichen Dinge, lass dich nicht dauernd ablenken von irgendwelchen Apps und Gebimmel und dauernd schreibt oder ruft jemand an. Ja, du musst auch mal dich mit dir selber auseinandersetzen und dich in deinem tiefsten Innern fragen, was sind die Fragen meines Lebens, was möchte ich, was wünsche ich und wie kann ich mich einbringen, wie soll ich mein Leben leben, ja. Eigentlich, man bräuchte keine Coaches, keine Therapeuten, nichts, wenn jeder einfach nur auf das Leben hören würde. Weil das Leben gibt dir immer die Antwort, aber du musst eben auch empfänglich dafür sein. Ja, wenn man die ganze Zeit spricht, kann man nicht zuhören. Und deswegen halte ich jetzt an dieser Stelle den Mund und lasse den von mir sehr geschätzten Viktor Frankl sprechen über seine Erfahrung mit Synchronizität. Verabschiede mich also schon mal an dieser Stelle. Wie gesagt, bleib konzentriert beim Zuhören und lass dich überraschen, aber Spoiler natürlich, es ist ein krasses Thema mit der NS-Zeit und ja, also es ist jetzt auch nicht so lustig wie vielleicht diese Synchronizität-Folge, die ich hochgeladen habe. Ja, also was heißt vielleicht, es ist garantiert nicht lustig, es ist todtraurig, was er da erzählt, ja, aber du weißt, wie ich meine. Also mit dem Fokus auf dieses Synchronizitätsthema ist es hochspannend und ich wünsche mir, dass ich ja dazu beitragen kann, mit dieser Folge auch hier in dem Rahmen wieder Menschen dazu zu animieren, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil das einfach wirklich überwältigend ist, meiner Meinung nach. Okay, genug geredet. Keep it Nevilla. Viel Erfolg, sage ich mal, beim Anhören, weil wie gesagt, Spaß ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist mega spannend. Keep it Nevilla. Ciao. Eines Tages, kurz bevor die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren, habe ich eine Einladung bekommen, ich soll zum amerikanischen Konsulat kommen und mir ein Visum abholen. Ich hatte Jahre hindurch auf dieses Visum gewartet. Und als es kam, waren meine Eltern freudestrahlend, endlich kann der Vicky ins Ausland. Mein Bruder, meine Schwester waren schon emigriert. Na und ich freue mich auch im ersten Moment, im nächsten Moment steigen mir die Grausbirnen auf. Das heißt, mir überlegt, ja, was wird denn dann sein? Meine Eltern standen ja mit mir unter Deportationsschutz. Ich war damals Primarius der neurologischen, der Nervenabteilung im Rothschild-Spital. Das war das jüdische Spital damals. Und als solcher war ich davor bewahrt, jeden Augenblick nach Polen und nach Auschwitz oder weiß Gott was geschickt zu werden. Und meine Eltern, solange das Rothschild-Spital natürlich bestand, meine Eltern waren mitgeschützt. Und wenn ich jetzt emigriert wäre, hätten sie diesen Schutz verloren. Daraufhin haben wir gedacht, ja, wo liegt meine Verantwortung? Bin ich dafür verantwortlich, dass ich jetzt endlich nach Amerika kommen kann? Dort ist Psychotherapie ganz groß geschrieben und die Logotherapie wird dann sich ausbreiten können und so weiter und so weiter. Bin ich für dieses geistige Kind von mir verantwortlich oder bin ich für meine leiblichen Eltern eher verantwortlich? Ich muss ja offen gestehen, es war ein Dilemma. Ich habe hin und her überlegt,
Dann habe ich den Judenstern abgedeckt mit einer Tasche, der Aktentasche, und habe mich zudem auch heute noch jeden Mittwoch von 7 bis 8 Uhr abends stattfindenden Orgelkonzert in den Stephansdom gesetzt, um zu meditieren. Es hat nichts genutzt. Ich gehe nach Hause und denke mir noch, typische Situation, wo man, wie man sagt, da kehrt der Wind, da kehrt, typische Situation, wie man sagt, da kehrt ein Wink vom Himmel her. Komm nach Haus, weil man merke ich dort auf dem Radiotisch einen Trümmstein liegen. Fragt meine Vater, was ist denn das? Sagt er, ach Viktor, das habe ich vergessen dir zu erzählen. Heute Vormittag bin ich um unseren Häuserblock herumgegangen und dort auf dem Terrain, wo die größte Wiener Synagoge von den Nazis niedergebrannt worden war, in der jetzigen Tempelgasse, dort habe ich herumgekramt und finde dort diesen Stein und merke, das ist was Heiliges, das darf ich nicht liegen lassen. Das heißt, was ist das, was Heiliges? Sagt er, schau mal her. Das ist ein Marmor und eingraviert ist natürlich ganz groß und vergoldet ein hebräischer Buchstabe. Und ich wusste sofort, sagte mein Vater, das ist ein Stück von den 10 Gebote-Tafeln über dem Altar in der Synagoge. Und ich kann dir mehr sagen, wie gesagt. Ich kann dir sogar verraten, zu welchem der 10 Gebote dieses Stück gehört. Denn dieser hebräische Buchstabe dient als Abkürzung nur in einem einzigen der 10 Gebote. Und ich sage, und das wäre, Ehre Vater und Mutter, auf dass du bleibst im Lande. In dem Augenblick habe ich beschlossen, in Wien zu bleiben. Und habe am nächsten Morgen das Visum verfallen lassen. Frankl überlebt 4 Konzentrationslager, das letzte unweit von München.